Ich kann mir vorstellen, dass da ein Kompromiss geben wird. Also ich bin optimistisch, dass wir in nicht ferner Zeit eine kontrollierte Abgabe in Deutschland haben werden. Und kriegen unsere Tagesration da Cannabis gekauft. Und wenn wir jetzt gemeinsam nach Hitzacker fahren oder irgendwo oder im Bayerischen Wald oder so, ja, da ist auch eine Apotheke und dann können wir es da auch kaufen. Also wenn Sie einem ehemaligen Drogenabhängigen, egal auch Alkohol, gegenüber sitzen, dann wissen Sie, wie sehr Sie Ihr Leben kaputt machen können. Moin Leute, willkommen zu Teil 2 des Videos mit Dr. Wieland Schindenburg von der FDP. Wenn ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, findet ihr den unten, genauso wie alle anderen wichtigen Dinge, in der Infobox. Ich wünsche euch viel Spaß beim zweiten Teil. Das ist Ulf, ja, das ist Ulf, Teil 2. Wann glauben Sie, ist in Deutschland Gras legal? Was sagt Ihr Bauchgefühl? Wie lange dauert es noch? Nicht mehr lange. Also ich bin ziemlich optimistisch, dass nach der Bundestagswahl, die ja in ein paar Monaten ist, dass dort die Karten neu gemischt werden. Also im Moment ist die Lage im Bundestag ja so, sehr wahrscheinlich, weiß keiner ganz genau, gäbe es jetzt bereits eine knappe Mehrheit unter den Abgeordneten, die zumindest für Modellprojekte sind. Vielleicht auch nicht das einzuführen, aber als Modell jetzt auszuprobieren. Da ist die FDP dafür, die Grünen sind dazu, die Linken sind dafür, die SPD ist ausdrücklich, haben Sie gesagt, wir hatten so einen Antrag hier eingebracht, der abgelehnt wurde von der Koalition. Die SPD hat ausdrücklich gesagt, Modellprojekte unterstützen wir auch. Also ob der Frage das auch tatsächlich komplett dann auch zu machen, nicht nur auszuprobieren, da ist die SPD noch ein bisschen gespalten. Nicht? Aber die SPD wäre voll dabei und auch geringe Teile der CDU, CSU. Die AfD ist dagegen, na gut. Das die wollen ja auch strengere Gesetze. Ja, vielleicht nicht ganz so wichtig. Aber es gibt jetzt eine knappe Mehrheit in den Abgeordneten, die mindestens für Modellprojekte sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass bei Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl, wer immer sie betreibt, das ein großes Thema werden wird. Wenn es Schwarz-Grün oder Jamaika gibt, also bei Jamaika wären wir ja mit dabei. Ja. Und ich glaube schon, das ist nicht unser Top-Thema, natürlich nicht, aber es ist ein wichtiges Thema mit den Grünen zusammen. Und ich glaube, können wir vorstellen, auch die Grünen, wenn die alleine mit Schwarz-Grün alleine verhandeln mit der CDU, auch die würden es wichtig sehen. Ich glaube, die CDU so gut zu kennen, dass es für die nicht ein super harter Punkt ist. Die haben andere Punkte auch in der Gesundheitspolitik, die ihnen wichtiger sind. Ich kann mir vorstellen, dass da ein Kompromiss geben wird. Also ich bin optimistisch, dass wir in nicht ferner Zeit eine kontrollierte Abgabe in Deutschland haben werden. Also so nah, wie wir jetzt sind, waren wir praktisch noch nie. Ganz genau. Also okay, allein eine Frage, der, nicht von, vor weiß ich, 5, 6, 7 Jahren gab es doch nur 1, 2 Länder weltweit. Ich habe die Zahl jetzt gar nicht im Kopf, wie viele zig Länder es jetzt bald sind, auch wie viele US-Bundesstaaten zum Beispiel. Genau, New York, glaube ich, war jetzt zuletzt dran. Mexiko hat jetzt auch legalisiert. Alles Mögliche, nicht? Und es ist nicht alles perfekt gelaufen, aber die Gesamteindruck ist doch schon, wenn man es richtig macht, funktioniert es auch. Ja, auf jeden Fall. Welche Risiken sehen Sie dabei bei einer Legalisierung? Was sind für Sie die größten Punkte, wo Sie sagen, das sehe ich schwierig mit Altersgrenze etc.? Ja, das muss man, also man muss wirklich immer wieder sagen, Cannabis ist nicht wie Wasser. Es ist also schon, hat einiges Potenzial, auch gesundheitsschädlich zu sein. Cannabis ist kein Brokkoli. Ja, das versuche die beiden letzten Drogenbeauftragte, die ich da so hatte, mit denen ich zu tun hatte, haben ja beide für was drastische Zitate, Sie kennen diese Zitate von der früheren Drogenbeauftragten, wieso ist Cannabis verboten, Antwort, weil es illegal ist. Ja, und das ist die Sache mit dem Brokkoli. Nun gut, also die Kabarettisten wollen ja auch was zu tun haben, insofern ist es ganz okay, dass sie solche Sprüche machen. Nicht? Absolut. Also gerade bei jungen Leuten, also in meinem zarten Alter, mein Gehirn, ich glaube, ich könnte jeden Tag kiffen, das würde praktisch nichts mehr passieren. Wenn Sie aber 15, 16 sind, dann ist es tatsächlich also eigentlich unstreitig, dass Cannabis hirnschädigend ist. Also nicht, dass die Welt geht nicht unter. Also übrigens, wenn die Alkohol trinken, genauso. Ne? Das Gehirn ist, die Mediziner nennen das, das Gehirn ist noch plastisch. Also Ihr und mein Gehirn ist nicht mehr plastisch, das ist einfach jetzt fertig. Ja, hat den Nachteil auch, wir können auch nicht mehr so viel völlig neue Verschaltungen produzieren, so ungefähr. Ja. Also deshalb sind wir weniger geistig in der Lage, was völlig anderes zu machen. Ne? Das ist die Schattenseite davon. Aber in der Tat, 15-, 16-Jährige sollten, das muss man wirklich sagen, sollten nicht kiffen. Das ist einfach ungesund. Und da sehe ich ein bisschen eine Gefahr, dass man das so versteht, wie irgendwelche konservativen Leute suggerieren, ja, das ist jetzt ja alles gar nicht schlimm oder so. Es muss immer eine Aufklärungskampagne dazugehören, sagen, pass mal auf, in Maßen das Ganze und junge Leute würde ich es gar nicht. Hinzu kommt ein Freundesproblem, das, was Sie das Problem kennen, die Sache mit dem Straßenverkehr. Wir haben also zu Recht ist es verboten, alkoholisiert Auto zu fahren, zu Recht ist es verboten, bekifft Auto zu fahren. Nur beim Alkohol gibt es sehr erprobte und auch sehr sinnvolle Regelungen, bestimmte Grenzen, bis wohin man darf, wie es auch geprüft wird.
wird. Das ist bei Cannabis nicht so. Also Cannabis bis zu 14 Tage nach dem Kiffen schlagen diese Tests noch an. Obwohl die Gefahr nicht mehr besteht, die sind nicht mehr bekifft. Die, die Wirkung ist schon nach 6-7-8 Stunden weg, so ähnlich wie beim Alkohol. Aber der Test schlägt noch an. Und da müssen wir uns was ausdenken. Also bekifft Autofahren geht gar nicht, muss bestraft wegen neuem Alkohol. Aber wenn ich nicht mehr bekifft bin, wenn die Wirkung weg ist, kann ich auch wieder Autofahren. Ne? Das ist, da ist wirklich noch ein Problem. Also das muss einhergehen mit einer Neuorganisation der Cannabis-Testung von Autofahrern. Das muss übrigens Fahrradfahrer auch. Also ich bin ja auch der Mann auf Fahrradfahrer. Die können ein bisschen mehr, genau wie man nicht besoffen Fahrrad fahren soll. Also richtig besoffen, also höhere Grenzwerte. Ja. Das muss man auch bei Cannabis, also voll gedröhnt, sollte man auch nicht Fahrrad fahren. Ne? Das ist Jetzt auch wieder so ein neues Thema mit den ganzen Rollern. Ja. Wo man ja, auch den Führerschein verliert, wenn man alkoholisiert mit dem Roller fährt. Das ist auch nicht. Ist völlig zu Recht. Ne? Ja. Das muss bei Cannabis auch gelten, aber eben nur dann, wenn die Gefahr wirklich besteht. Und es gibt auch eine leichte Tendenz in der Rechtsprechung zu sagen, also wer gut, der ist nicht mehr bekifft gefahren, aber wir haben die Reste noch gefunden, diese Abbauprodukte haben wir im Blut noch gefunden. Das heißt also, er kifft. Ja. Und dann ist er unzuverlässig. Und dann darf er nicht Arzt sein und darf auch nicht Auto fahren oder auf den Roller fahren. Das kann auch nicht sein. Also wer bekifft als Arzt behandelt, gehört zu Recht seine Approbation entzogen. Aber wenn nur die Abbauprodukte noch drin zu haben, das heißt, ich darf ihn 14 Tage lang nicht behandeln, das kann nicht richtig sein. Um auf den Alkohol vielleicht zurückzukommen, man darf als 16-Jähriger auch Bier kaufen. Wären Sie auch dafür, dass man als 16-Jähriger einfach schwächeres Cannabis kaufen dürfte? Oder sagen Sie, Altersgrenze 18? Nee, da würde ich schon bei 18 sein. Okay. Es gibt auch manche Leute, die sagen, macht die Grenze bei 20 oder 21, weil die schiefe Plastizität des Gehirns, die ist dann die, mit 18 ist die noch vorhanden. Die ist nicht nur mit 16, mit 18. Wird nur schwer handhabbar. Nicht, wie man begründen kann, dass man mit 18 alles machen kann, auch Auto fahren kann und draußen andere Dinge machen kann. Und auch zum Beispiel einen Kredit über 1 Million Euro aufnehmen kann. Aber man darf dann nicht kiffen. Das passt nicht so richtig. Ne? Also, schwierig. Ja. Welches Abgabesystem halten Sie allgemein in Deutschland für richtig? Für Cannabis. Für Cannabis. Ja, wir wollen, da unterscheiden wir uns ein bisschen von den Grünen. Die Grünen wollen Cannabis-Fachgeschäfte. Das wird hier in Berlin und in Hamburg und in München wunderbar funktionieren. Es gibt genügend Nachfrage. Aber auf dem Plattenland wird es nicht genügend Markt geben für so ein Cannabis-Fachgeschäft. Und dann wäre im Ergebnis, wäre, dass wir Cannabis gäbe es dann nur in den Großstädten. Deshalb sind wir dafür, dass Cannabis von allen Apotheken und von speziell lizenzierten Geschäften verkauft werden kann. Also auf Rezepte? Nee, auf Rezepte aus medizinischen Gründen. Nein, wenn wir das umsetzen, was wir wollen, dann können wir beide jetzt gegenüber in die Apotheke gehen, unseren Ausweis vorzeigen. Also mir glaubt man, dass ich über 18 bin, bei Ihnen weiß man es nicht genau. Also soll das ein Kompliment werden. Ich nehme es mal an. Also wir zeigen mal den Ausweis vor und kriegen unsere Tagesration der Cannabis gekauft. Und wenn wir jetzt gemeinsam nach Hitzacker fahren oder irgendwo oder im Bayerischen Wald oder so, Hitzacker. Ja, da ist auch oben eine Apotheke und dann können wir es da auch kaufen. Okay, ja, macht Sinn. Deutschland ist auch bekannt dafür, ein relativ konservatives Land zu sein, wie auch zum Beispiel Polen. Sind wir dann im Endeffekt nicht die Letzten, die legalisieren? Ich hoffe nicht. Ich persönlich bin ja der Meinung, so, es gibt noch konservative Länder, wie vielleicht Luxemburg oder die Kanalinseln oder Liechtenstein oder so, aber wir sollten... Deutschland ist in vieler Hinsicht, da hängen wir hinterher. Stichwort Digitalisierung haben wir auch weit hinterher. Wir sollten zwar Cannabis nicht sein. Und sei es denn, dass wir also damit viele Chancen verpassen. Nicht? Also diese Export von Cannabis, den wir vorhin besprachen. Der Weltmarkt ist schon ganz gut aufgeteilt zwischen Israel und Kanada und ein, zwei anderen Ländern. Nicht? Also diese Fabrik zum Beispiel in Deutschland, diese Plantage, gehört den Kanadiern. Nicht? Also wir sind nicht, während früher war Deutschland mal fast in allen Technologien vorweg. Das sind wir nicht. Ne? Ja, ist ein Milliardenmarkt, ob jetzt THC oder CBD. Ja. Vor allem jetzt in so einer Zeit sollte man da eigentlich umdenken und sagen, wir haben so viel Einbußen, egal auf welcher. Wir brauchen dringend Absatzmärkte, wir brauchen dringend auch Steuereinnahmen. Wir würden durch eine kontrollierte Abgabe je nach Rechnung 1 bis 2 Milliarden Euro Steuern einnehmen. Können wir gut gebrauchen. Ne? Stichwort Verschuldung, Rückführung der Verschuldung durch Corona. Ja. Das löst es nicht, 1-2 Milliarden mal eben so zu haben oder nicht zu haben. Das ist ein kleiner Unterschied. Ne? Schwarzmarkt würde zum größten Teil wegfallen. Nicht ganz, aber ein erheblicher Teil, ja. Und was noch wichtiger ist, es geht ja auch, der wird natürlich ein bisschen weiter bestehen, aber wir würden mehr Qualität, das ist für mich der wahre maßgebliche Grund, nicht? Dass wir also Cannabis in besserer Qualität anbieten. Wenn Sie heute auf dem Schwarzmarkt das kaufen, wissen Sie nicht wirklich, was Sie da kriegen. Genau. So, und während die Apotheke hat, wo da immer drauf, genau draufstehen, THC-Gehalt, können Sie genau sagen, wie viel darf ich denn davon nehmen, ohne dass ich jetzt hier völlig durchdrehe, so ungefähr. Ne? Das ist also ein Unding, dass wir Menschen auf den Schwarzmarkt stehen. Ich denke an meine Töchter, die sind nun schon erwachsen, aber als sie 15, 16 waren, im besonders gefährdeten Alter, mir vorstellen, du Papa,
Cannabis ist aber eine geile Sache, ja. Dann sage ich, ja, wo kriegst du hier? Ja, Hamburg, Steinderb, das ist die Adresse in Hamburg. Ja, ja, ich, ja. Die Antwort des Staates wäre in diesem Fall nur gewesen, Strafverfolgung oder Steindamm. Ich dann, wie gesagt, liebe Tochter, nimm gar keinen Cannabis, aber wenn, dann gehst du zur Apotheke und kaufst dir da kollektiv gutes Cannabis, dass dir nicht noch weitere Schäden über das Cannabis hinaus, also das ist die größere Schädigung oft, nicht das Cannabis selber, sondern alle möglichen obskuren Beimengungen, die da reingepackt werden, die wären in Apotheken natürlich nicht der Fall. Ne? Thema Kinder, haben Sie Ihre Töchter schon aufgeklärt? Zum Thema Cannabis? Achso, aufgeklärt denke ich an was anderes. Aber gut, also zum Thema Cannabis. Ja, natürlich, das war natürlich Thema. Und ich, also mir ging es mal so, und ich glaube, es geht vielen Eltern so, das ist fast die größte Sorge. Ist eigentlich absurd. Es wäre ja genauso schlimm, ein Kind wird vom Auto überfahren. Aber eigentlich war die größte Sorge, auch habe ich mit meiner Frau oft besprochen, als die Kinder noch klein waren. Also hoffentlich werden unsere Töchter nicht abhängig von irgendeiner Droge. Ist zum Glück alles nicht passiert. Die jüngste Tochter wird in 2 Wochen 21. Schon. Dann ist man über den Hügel eigentlich schon fast drüber. Die schlimmste Gefahr ist vorbei. Ich habe eh keinen, die wohnt nicht mehr zu Hause, die wohnt in der Nähe von München. Also habe ich eh keinen direkten Zugriff mehr drauf. Nee, aber wir haben also Glück gehabt, vielleicht auch alles richtig gemacht, je nachdem, wie man will. Aber das ist, war für mich eine der größten Sorgen. Also fast größer, als wenn sie irgendwie schwere Krankheiten kriegt. Komisch, ne? Aber rein psychisch bedingt, sag ich mal, dann fühlt man sich auch noch schuldig. Wieso, was hast du falsch gemacht, dass deine Kinder von irgendwas süchtig werden? So. Ja, vor allem auch durch ihren Beruf. Dann wissen sie, was dadurch passieren kann. Ja, ja. Logisch. Die Aufklärung in den Schulen allgemein, finden Sie die richtig, dass das Polizisten machen? Wie würden Sie das machen? Nee, würde ich nicht machen. Also ist es nicht schlecht, auch mal einen Polizisten kommen zu lassen. Ich glaube, wir müssen ein gutes Verhältnis zur Polizei haben, das schon. Aber das sollte sich am wenigsten auf Drogen beziehen. Nicht? Also zum Beispiel zu erzählen, wie man seine Wohnung vor Einbrechern sichert. Das wäre eine klassische Aufgabe eines Polizisten in der Schule, dass man auch die Eltern einbirgt. Stimmt. Aber dass man also Cannabis damit Polizei assoziiert, ich würde einen Psychologen kommen lassen, wenn es die Lehrer nicht selber machen wollen. Nicht? Also, dass man also wirklich, wir haben jetzt demnächst wieder Bundestagswahl. Da, ich bin Wahlkreiskandidat in Hamburg und dann werde ich sich auch wieder von einer Schule zu anderen tingeln. Und ich sollte spätestens, wenn einer hört, der ist hier drogenpolitischer Sprecher, weiß ich schon genau, wie die Diskussion, ob jetzt nicht über Steuern gehen oder irgendwas anderes. Da wird es über Drogen gehen. Nicht? Und dann bin ich quasi der Aufklärer. Mache ich gerne mit, aber ich kann nicht in alle Schulen gehen. Fänden Sie es richtig, auch Leute in die Schulen zu schicken, um aufzuklären, die selber relativ viel Erfahrung mitgemacht haben, die vielleicht auch abhängig davon waren? Ja, auf jeden Fall. Also das ist also, wenn die aus eigener Erfahrung berichten, also Stichwort Christiane F., ne? Das war nicht Cannabis, war Heroin, nicht? Aber das ist, ich habe in meiner Tätigkeit jetzt hier, sowohl früher in Hamburg, ich war früher in der Hamburger Bürgerschaft, war ich auch schon für Drogen zuständig. Und jetzt hier im Bundestag, also in Hamburg habe ich die Drogenhilfeeinrichtungen besucht, jetzt hier auch in Berlin einige, bis Corona kam. Also wenn Sie einem ehemaligen Drogenabhängigen, egal auch Alkohol, gegenüber sitzen, dann wissen Sie, wie sehr Sie Ihr Leben kaputt machen können. Nicht? Also wenn ich bei diesen Alkoholleuten, das war diese Alkoholklinik da, die waren ganz stolz, dass sie Halma spielen konnten. Das, so hatten sie sich schon kaputt gemacht durch Alkohol. Schlimm. Und wenn sie das erleben und wenn dann so einer bereit ist, sind ja oft natürlich auch nicht bereit dazu, das gehört ja was dazu, sich so zu offenbaren, nicht? Halte ich für eine sehr gute Sache. Also man kann sehr viel auch von Fehlern anderen lernen. Das ist so. Absolut. Angenommen, die Ampelregierung kommt jetzt zustande. Wie lange dauert es dann, bis legalisiert wird? Also welche Instanzen sind davor noch zu überwinden, bis dann wirklich das Ganze legal ist hier in Deutschland? Ja gut, also eigentlich muss man ja nur das Betäubungsmittelgesetz ändern. Ne? Wie einfach ist das aber? Also würde das von heute auf morgen gehen, wenn die Ampelregierung zustande kommt? Weiß man nicht ganz genau. Es gibt ja auch zwischen Grünen, FDP und Linken ja nicht einhellige Meinung. Nicht? Wir wurden ja oft dafür kritisiert, dass wir Anträge der Grünen und der Linken nicht zugestimmt haben zum Thema Cannabis, weil die in einigen Details eben doch nicht richtig waren. Also gibt es auch schon Diskussionen natürlich. Und ansonsten, die Gesetzesänderung geht schnell, aber wie ich unseren Bundestag so kenne, so ein Jahr wird es auf jeden Fall dauern. Nicht? Das wird eine Koalitionsverhandlung, wir werden das vereinbaren, wir machen das so und so und so und so, vielleicht bin ich auch noch beteiligt in den Verhandlungen. Und dann, wenn der Koalitionsvertrag unterschrieben ist und die Regierung ins Amt gesetzt wurde, dann wird das entsprechende Ministerium, Gesundheitsministerium beauftragt, dann um was zu entwickeln. Das ist schon einige Arbeit, das kann man nicht eben mal schnell machen. Bei Corona war es jetzt so, dass wir in wenigen Tagen Gesetze gebastelt haben. Also ich erinnere noch, wie ich da ganze Nachtsitzungen das dann als zuständiger Sprecher angeguckt habe. Und prompt waren noch Fehler dabei. Nicht? Das ist dann so, Gesetze zu produzieren dauert schon ein bisschen länger. Aber nur zu sagen, jetzt machen wir
Ja. Aber aus mit Zeug, so geht's, das muss man schon ein bisschen seriöser machen. Ja, also, mal eine Zahl zu nennen, so ein Jahr, könnte ich mir vorstellen. Okay. Bei Jamaika wäre es deutlich schwieriger, weil ja nun einige Kollegen der CDU da so sind, wie sie es vorhin beschrieben haben. Nämlich, also Cannabis ist nur schlimm. Es ist Teufelszeug. Ne? Ja. So. Wäre das Ihre präferierte Lösung auch als Koalition oder als Regierung? Da haben wir keine Präferenzen. Also wir machen wirklich, also früher war die FDP immer eine Partei, die eine Koalitionsaussage macht. Wir wollen mit dem oder mit dem koalieren. Das machen wir nicht mehr. Wir kämpfen dafür uns selber. Außerdem, mal ehrlich, ne? Also bietet sich irgendeine andere Partei an, außer der FDP? Eigentlich nicht. Ne? Absolut, warum nicht? Ich habe als letzte Frage, eine sehr spannende Frage. Hasch oder Weed? Bin ich offen. Ja. Offen für alles, ja, ja. Offen für Neues. Ja. Typisch FDP, ja. Das stimmt. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, Herr Dr. Schindenburg. Abschließend vielleicht noch in die Kamera. Ein Satz, was jungen Wählern jetzt vor allem vor den anstehenden Bundestagswahlen mit auf den Weg geben würden. Nur zum Thema Cannabis oder insgesamt? Cannabis, allgemein Wahlkampfthema oder FDP, was Sie loswerden möchten. Okay, wo ist die Kamera? Da ist die Kamera. Okay, darüber. Ja, also liebe junge Wähler, erstmal seid ihr ganz stolz, dass ihr überhaupt wählen dürft und dass es auch eine freie und geheime Wahl ist. Wir kennen mittlerweile wieder so viele Länder, ich wähle gerade Belarus nur ein, wo die Menschen stolz werden, dass sie wählen dürfen. Also bitte nehmt an der Wahl teil und nehmt die Sache ernst. Geht zu Partei- oder Wahlveranstaltungen, lest euch die Programme durch und dann wählt eine Partei, die wirklich Zukunft möchte. Ja, das gibt es einmal das Thema Klima, das wird von einer anderen Partei mehr besetzt. Wir sagen mehr Forschung, Entwicklung, Entbürokratisierung. Das sind so unsere Ideen davon. Aber denkt einfach daran, es geht um eure Zukunft. Ich bin, sorry, so alt, ja, bei mir hält es noch, aber die jungen Leute, ich denke an meine Töchter vor allem, ihr müsst eure Zukunft gestalten. Wir können euch noch ein bisschen beraten und unterstützen, aber letztlich müsst ihr euch überlegen, wie ihr die Zukunft haben wollt. Und Deutschland ist im internationalen Vergleich in den letzten Jahren in vieler Hinsicht zurückgefallen, Stichwort Digitalisierung. Wir müssen dringend was tun, dass Deutschland wieder in Schwung kommt. Und da biete ich unsere Hilfe an. Danke für Ihre Zeit. Ja, ich habe abschließend noch ein Geschenk. Oh. Für Sie ein 10%iges CBD-Öl mit der Geschmacksrichtung frische Minze. Falls es mal wieder, kommt jetzt auch in den nächsten Monaten, mal wieder ein wenig zu stressig wird und andere Parteien nicht das gleiche denken, was Sie denken. Das wird, ja. Was verstehen Leute? Ich meine, wie Sie die andere Meinung haben, verstehe ich. Das ist mir unerklärbar. Ja, ich weiß auch nicht, warum. Soll es geben, aber. Ich bin im Hobbyberuf ja noch Schauspieler. Ich weiß nicht, diese doofen Caster, die casten mich immer für ältere Männer. Ich weiß nicht, ob die darauf kommen. Komisch. Keine Ahnung. Komische Menschen. Keine Ahnung. Völlig verfehlt im Job. Absolut. Ja, vielen, ganz, ganz herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, frische Minze ist der richtige Geschmack. Ja, ja, das ist schon ganz okay. Also, perfekt. Super, okay. Ich trinke noch kurz meinen Tee aus. Merci. Und dann. Das war Teil 2 des Videos mit Dr. Wieland Schindenburg. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, genauso wie ich. Die meisten eurer Fragen sollten nun geklärt sein. Den Link zu unserem Shop, wo ihr alle unsere Produkte kaufen könnt, findet ihr unten als Link in der Videobeschreibung. Stay safe und bis bald, euer Ulf.